Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Welcher übrigens gerade tot ist, ne? Wir spielen gerade als Son Gohan. Und ja. Schon sehr irreführend, da das Spiel Kakarot heißt. Obwohl wir ja mehrere Charaktere spielen. Das habe ich irgendwie nie so verstanden und das wusste ich ja schon von den Trailern und so. Und ja. In der letzten Folge haben wir gegen Raditz gekämpft. Raditz hat uns mehr oder weniger fertig gemacht, aber zum Glück hat Piccolo mit einer neuen Attacke hier sowohl Raditz als auch Son Goku kaputt gehauen. Und ja, Son Goku ist jetzt tot und ja, Piccolo will sich jetzt aufmachen, Son Gohan zu trainieren und das macht er, indem er ihn 6 Monate lang in der Wildnis aussetzt. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir hier um die Runden kommen. Hi. Hey, das ist ein Intro. Ach, ist er so auf diesen Dings gelandet? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich weiß, dass er mal auf so einen riesen Felsen aufgelandet ist, aber ich nehme an, so ist das passiert. Ich weiß auch nicht mehr. Wie gesagt, ich kenne Dragon Ball in- und auswendig. Habe ich das nicht irgendwie so im ersten Part gesagt? Spezial bereits jetzt verfügbar. Genau, so wie vorankommst, hältst du Zugriff auf neue Superangriffe, egal ob du durch die Story oder auf einen Trainingsgelände beworben hast. Du musst sie in den Superangriffsauswahl festlegen, um sie zu benutzen. Ja, gute Frage, wir machen mal nochmal, ne? So. Nee. Wo irgendwann müssen wir mal erklärt werden, was das ist, ne? Ich will da noch nicht mit herumspielen. Moment. So. Gibt ja keine Quests, ne? So, da ist Son Gohan. Wo bin ich da? Ach so, da. Ich muss erstmal schnurstracks hier die Story erstmal folgen. Lange ja noch keine Nebenquests und so. Och, geht mal aus dem Weg, ihr Wolken. Lange ja noch keine Nebenquests und so sind, ne? Aber wie es aussieht, muss ich sowieso gegen einige Sachen hier kämpfen. Sehe alle Gegner in der Umgebung. Kann ich nicht abschießen irgendwie? Habe ich glaube schon mal versucht, ne? Bist du drin, ne? Du bist auf einer anderen Höhe. Das bringt nichts. Hi, Stufe 5. Oh Gott. So, dauert das lange.
Nee. Instant. Aber Ups. Stimmt. Nee, da ist nicht das erste Mal bei Piccolo spielen. Ja, wir haben schon gegen Raditz gekämpft. Nächster. Er kontert. Also mehr oder weniger. Ja, man kann irgendwie, glaube ich, einstellen im Menü, ob die Zeit verlangsamt wird, wenn man sich hier die Angriffe auswählt. Aber da ich mich noch relativ schlecht anstelle mit dem Kampfsystem, muss ich sagen, dann lassen wir noch mal auf Zeitlupe. Also ja, ich will natürlich, dass alles so schwer wie möglich ist, aber trotzdem. Hi, wie geht's? Oh, ich mache ja auch platt. So, vielleicht stelle ich das ab. Mal schauen. Mal gucken, wie schwer das Spiel noch ist, ne? Ich meine, ich hatte noch gegen Raditz ganz schön Probleme, also würde ich mal sagen, wir lassen das noch erstmal. So, komm her. Ey, au, no. Regenbogenkugeln. Was? Ich bin so kraftlos. Was war das denn jetzt für Piccolo in der Midlife Crisis? Ich bin so kraftlos. Ich sollte meine Mutter mehr anrufen. Komm her. Da ist so eine Explosionswelle. Boom. Ich habe den hier. Da habe ich alle von euch. So, ja, doch. Ich glaube nicht. Und er wird tun direkt mal abstellen. Ja, okay, Zeit beim Auswählen von Superangriff, Gegenstände etc. Ja, komm, wenn wir schon hart machen, dann ganz hart, ne? Ich bin da so drauf. Gut, komm her. Hier. Ja, da. あの、クソガキ。だが、サイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの死、一撃だ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリングくらいか。まあ、待って、まあ、いいぞ、なんかカートね。 Boom. Unreifer Apfel, was? Da ist noch ein Apfel auf der Karte, so. Nom, 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 nom. Ja, gut. Kann einfach mal vom Vorbeifliegen einsacken. Joink, 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 joink. Sehr cool.
Son Goku geht auf dem Schlangenweg ins Jenseits und hofft, dort stärker zu werden, während Piccolo Son Gohan trainiert und seine verborgene Kraft aktivieren will, indem er ihn in die Wildnis aussetzt. So, mir fällt gerade auf, ich glaube, ich weiß, was gleich kommen wird. Wenn wir schon an der Stelle sind, wenn Son Gohan schon an der Stelle ist, ich weiß nämlich noch, wie der da runterkommt. Ich weiß nicht, wie er da hochgekommen ist, aber ich weiß noch, wie er. Aber ich glaube echt, der wurde von Dinosaurier angegriffen und dann ist er irgendwie weggesprungen und so, weil man irgendwie nicht so gesehen hat. Und das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja. Hi. Was ist denn hier auf einmal los? Stufe 10? Ne, den soll ich nicht besiegen, ne? Der hat 5 Balken, hallo? Da gehe ich doch nicht näher ran, hallo? Oh, lass mal sehen. Au! Ja, frisst hat. Oh, ich hab keinen Key. Okay, meine physischen Angriffe machen sogar mehr Schaden, hab ich so viel. Na okay, jetzt wird die Zeit nicht mehr angehalten. So wie ich es geplant hatte. Komm her, du Affe. Hör auf, so ein Affentheater abzuheißen. Oh Gott. Er scheint aber nicht aktiv irgendwie auf mich loszugehen, habe ich so das Gefühl, was gut ist. Ja. Okay. Stop mocking me. Und Leute sagen, Naruto oder One Piece Charaktere sind stärker als Dragon Ball Z Charaktere. Piccolo hat wortwörtlich gerade einen Mond zerstört. Und natürlich haben sie eine Hose verpasst. Im Original war er nackt. Nicht, dass ich Son Gohan nackt sehen will. Ich sag's nur, okay. Klamottenstrahl.
貴様が6ヶ月の間、ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。 Piccolo gegen Son Gohan. Okay. Alles klar. Das habe ich irgendwie noch nie verstanden. Wieso? Es sind die Mondstrahlen, ja, die einen verwandeln in Ozaru, ne? Aber weiß ich nicht. Son Goku war ja nicht, hat ja nie den Mond angeguckt als Kind, außer ein, zwei Male, als der Son Gohan getötet hat. Also das heißt, der Mond muss ja nicht unbedingt, der kann ja ruhig da sein, ne? Weil dann, wenn sie einmal reingeguckt haben und der dann weg ist, dann ist irgendwie die Transformation abgeworfen. Das habe ich irgendwie nie so verstanden. Das sind doch irgendwie diese Lichtwellen irgendwie da versorgen, ne? Na, jedenfalls, Piccolo überlässt Son Gohan sich selbst, um einige Monate vergehen. Okay, da tun wir ein bisschen skippen. Das ist jetzt nicht so tragisch, finde ich jetzt. So, währenddessen. Du kannst jetzt nicht fliegen. Aber ich kann springen. Ich kann nicht da hoch. Doch, kann ich. Ja, wie wär's denn hiermit? Warte mal, ich kann jetzt. Ich habe meinen Schwanz nicht. Doch, habe ich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Egal. Ah, komm her. Willst du doch. In die Fresse. Zum Glück ist das nicht so kompliziert wie in allen anderen Spielen, ne? Diesen Katzenfisch. So, was haben wir hier? Ja, wir können irgendwie Ki spüren, alles klar. Ja, Jirobi. Zu der komme ich gleich. Warte mal, was ist das? Aber ich kann sogar. Wird schon wichtig sein für irgendwas. Ja. Kann ich überall hingehen, wo ich will. Hier gibt es nicht wirklich was zu erledigen. Also gehen wir zu Yajirobe. Warum auch immer der hier gerade ist. Er kennt wahrscheinlich gar nicht Son Gohan, ne? Hi, was geht, na? Meister Quitte Turmschmauzer, Yajirobe. Koronimets Kerale Toa, Omiya Motai Hendanaya,
Ist die Stimme von Krillin auch? Oder Ruffy? Man ist im Feld L1, um die Umgehung nach Kiev zu suchen und zu entdecken, wo du Material und andere Geschehen finden kannst. Wenn du die Material entdeckst, leuchtet die entsprechende Stelle auf. Wenn du nichts finden kannst, was die Geschichte weiterbringt, such die Gegend einfach nach Kiev. Fang 3 Hirsche. Nein, in der Nähe von Bäumen mit Früchten. Yajirobe hätten sie auch irgendwie mehr machen können. Er war mehr oder weniger der zweit- oder drittstärkste Charakter in Dragon Ball damals. Er hat diesen Handlanger von Piccolo hier bekämpft, als wäre nix. War irgendwie stärker als Son Goku zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja, Son Goku wollte, dass ich mich an die heranschleiche und so, aber ja. Schleich mich an sie heran und feuer sie Kiball in die Fresse. So, bin schon fertig. Hi. Eine Marke? Also, warum haben sie aus Yajirobe nicht mehr gemacht, ey? So ein Schwertkämpfer in der Gruppe, da wäre doch voll cool gewesen, ey. Yajirobe. Du hast Yajirobe als Abenteuer-Community-Anführer halten und ein neues Community-Board freischalten zum Jagen. Na, Essensbeschaffung, irgendwie sowas. Die dir bei den Abenteuer helfen. Mit Mertepe und Kiewels. Na, das Bild hat sich geändert. Ja, ich sollte vielleicht mal hier so ein paar Leute reinpacken, ne? Dreck. Ich wollte noch hier weitermachen. Seit Son Gohans Begegnung mit Yajirobe sind einige Monate vergangen. Da fällt Piccolo beim Training etwas Seltsames auf. サイヤ人どもまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。ストイブロン、ワット。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。うん、なんかなんか、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 な
keine Ahnung, Namen. Und kein Schaden. So, beim Essen, keine Ahnung. Shichi. Shichi und Mutenroshi, genau. Jingledorf, oh nein, mehr Maschinen als Männer. Weltturnier Dauergast. Ja, ne? Das wird doch passen irgendwie, ne? Nö. Dreck. Ich schicke dich in die Hölle. Ja, und einmal da, jo, alles klar. Okay, warte mal. Keine Ahnung. Ja, und dann packen wir hier Gott hin, ne? Nein, Gott, warte. Da, so. Ne. Ich schicke dich in die Hölle. Okay, weiß nicht. Wird schon so was bringen, ne? Wir sind alle irgendwo drin, ne? Ja, glaub schon. Alles klar. Weiter geht's. So, Nebenquests. Nö, alles klar. Nein, falscher Knopf. Das will ja runter. Nein. Okay. Irgendwie so ein Monster oder so, was ich erledigen muss, ne? Oh, Tenshin Han. Ich dachte, wir müssen bei Gott trainieren. Drei Göger Kämpfer, Tenshin Han. Tenshin Hans Begleiter, Chao Su.俺の接近にも気づいていたと見える。ザコなりに鍛えてはいるようだな。随分なもの言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならんが相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう。貴様に俺が倒せるのか。俺は神様のもとで修行をした。そういうことか。 そしてその仕上げとして、強者と戦い修行の成果を試すように言われ、地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。Muss ich gegen die ganzen Erdlinge hier kämpfen? 貴様は天界地武道。Mehr Attention an Shippuden. Na, Piccolo sollte mal die Klappe halten. Krillin hat schon den irgendwie fast in die Fresse gegeben. Er hat sich ganz schön gut angestellt gegen Piccolo im Turnier. Aua. Also ja, Piccolo sollte jetzt nicht so was aufreiten und Tenshin Han war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch stärker. Oh Gott,
Paradox Schrei. In die Fresse. Ja, bleibt noch schön da drin in dem Kreis, ne? Jetzt nicht Chao so einsetzen oder irgendwie sowas. Geh mal weg. So, gut gemacht. No, blablabla. Nein, genau so was hier. Ich benutze zwei Finger. Okay, gut. よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、言ってくれるぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだけど、必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。チャオ hat überhaupt nichts gesagt die ganze Zeit. Er stand einfach nur da. Okay. Hast du kurz Zeit? Anscheinend hat Chao so etwas auf den Herzen. Sprich mit ihm, um auszufinden, was los ist. Telekinese-Training. Was willst du denn raus damit? Nimm das. Was zum Lemon? Ich weiß nicht, was du hier versuchst, aber du bist offensichtlich bereit, dein Leben wegzuwerfen. Halt. Was? Tut mir leid, dass ich dich nicht früher gewarnt habe, aber Chao So probiert nur eine Technik aus, die gegen die Saiyajin hilft. Wir werden seine Stärke im vor uns liegenden Kampf brauchen. Mach dich nicht lächerlich, was nützt schon jemand Unbedeutendes wie er? Gib ihn frei, Chao So. So hast du ein Witz sein, diese Technik reicht nicht aus, um mich zurückzuhalten. Wirst du nur herausfinden, wie stark Chao So wirklich ist. Ja, aber Tension an, ich... Keine Sorge, ich werde ebenfalls kämpfen. Schließlich sind wir ein Team. Wir sind beide stark, wenn wir den anderen unterstützen. Zeigen wir ihm wieder, was wir zu zweit drauf haben. Aber ich habe doch gerade gegen dich gekämpft. Gott, jetzt muss ich gegen beide kämpfen. Oh Gott, wir haben synchron angegriffen. Eigentlich verstanden. Ich bin einfach nur auf dem Bild. Die. Das ist, boah. Schieß. Oh Gott. Warum muss ich beide anvisieren? Ich habe jetzt nicht gedrückt gehalten. Ja, was ist das denn? Wenn ich gedrückt hältst, dann schießt er nicht. Wo ist er? Keine Ahnung, was ich mache. Ich wollte schon weggehen, danke. Ich weiß immer noch nicht, was irgendwie ja diese volle Aufladung macht. Übrigens, wenn ich den hier mache, ja, überhaupt nicht in irgendeine Richtung drücke, ja. Darf ich... Nein, auch Dreck, da wollte ich nicht. Ja, mein Strahl ist stärker, aber ich zwei Finger benutze. Nicht nur ein. Weil wir nur zufällig die synchron angegriffen haben mit ihrem Dodon Pass.
war nämlich voll cool, ey. Da kriegt bestimmt von Schau so hier das Abzeichen, ne? Au. Und Schau so hat noch 5 Balken, ey. Ja, Gott. Oh nein, ich habe nur die Form gesehen. Nein, du hör auf mich abzubrechen. Komm her, das gibt's jetzt nicht. Lass mich dich jetzt mal kaputt hauen. So, jetzt du, komm her. Au, 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 au. Au, 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 au. Ja, ich will runter. Ich will runter. Gut. Okay. Hey. Au. Ja, auf mich damit zu treffen die ganze Zeit. Komm her. Komm mitten gegen die Wand. Okay, das ist nicht das allerkomplexeste Kampfsystem, aber es macht schon Spaß. Ich find's gut. Also. Ach, Schau, so war das. Mist. Hm, war ja zu erwarten. Das war kein großer Kampf. Schwächlinge wie du werden einfach nur Kanonenfutter für die Saiyajins sein. Tut mir leid, Tenshin an. War ich doch nur nicht so schwach. Gib nicht auf, Shusu. Es ist noch viel zu tun. Wir müssen hart genug trainieren, um die Saiyajins zu besiegen und allen zu beweisen, dass man uns ernst nehmen sollte. Aber wenn meine Technik Saiyajins nicht anhaben kann, dann bleibt mir keine andere Wahl. Ja, Foreshadowing. Was hast du vor? Schau so. Das Gesicht. Das ist noch der Quest. Schau so. Schau zu. Okay, gut. Haltet die Ohren steif. Ich meine, an die anderen beiden. Zwei, ja, ne? Sind dann Krillin und Yamshu. Ja, was denn hier? Wir haben schon, mein Mann, falscher Knopf. Weißt du, was machst du hier? Wir haben schon, Bandit, der zum Kampfkünstler geworden ist. Lebende Meme. Müsste da stehen. Oder okay, lebend wäre vielleicht auch nicht so, ne? Aber ich sag ja nichts. そうだ。よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何?死にたいのか貴様。ね。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。ガッツ祭壇。そういうことか。卒業試験に 自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。うん。死んでも知らんぞ。あ、ですか。貴様は俺を引き。だ、だいてみ、フラッサー。ストップ4です。お前が悟空と戦った。 Was jetzt von deinen eigenen Worten überrascht? Ja, du warst auch beim Turnier. Was? Warte, ich war da? Ja. Ja, Anspielung an Dragon Ball. Daneben. Ha. Jetzt kommt er so von hinten. Haut mir den Hut weg. Und noch mal Höllenspirale. Hey, willst du mal den Move sehen, mit dem ich Son Goku getötet habe? Was? Doppel. Du Pisser. Oh Gott. Hi. Ja, Kamehameha, ne? Da. Au. 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 Au.
einfach da reingeflogen. Mehr hast du nicht drauf. Ah, ihr seid echt gutes Training für mich. バカめ。貴様が修行しているJamchu halten. Ja, du hast keine Quest. Von wem redest du, ja, Piccolo? Du warst nicht beeindruckt von Tenshinhan. Ich nehme an, Tenshinhan ist der stärkere von all den dreien. Zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Ja, vielleicht ist es dieser Dinosaurier. Was will er machen, ne? Ja, was willst du machen, ne? Ja, bis man fliegen können, ne? So. So, schießen wir noch mehr Sachen ab. So. Noch einfach so, okay. Oh, da. Halt, was hat. Liebe Soundeffekte, ja. Ja, wie in der Serie. So, hi. Bist du diese sagenumwogene Kraft? Ich spüre auf, mich zu schlagen. Oi. Krillin war gar nicht so schlecht gegen Piccolo damals im Dragon Ball. Ja. Direkt falscher Angriff. Oder auch nicht. Richtig dagegen hauen, das wäre voll geil. So sieht ein Angriff aus. Au. Ja, da wollte ich nur ausweichen. Jetzt sind die Kämpfe ja noch einfach, ne? Aber wer weiß was. Nappa und Vegeta drauf haben. Wir haben ja so die Boss-Gegner hier. Ja. Das ist ja nur das Vorspiel, ja. Ich kann es nicht mehr.
もっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ。俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。 Und Krillin. So, das war die Sagen und worum eine Stärke du gespürt hast, Piccolo. Oh, Piccolo. Gut, aber das ist noch ein Quest. Was spürst du denn hier die ganze Zeit? Hi. Wo bist du? Wo ist er? Ehrlich, wo ist er? Ja, ich hab das schon wieder gemacht. Ey. Ich habe den aus den Augen verloren. Da. Hi. Ich habe beim Training im Haus von Gott nicht eben wie einen König gefuttert. Mein Körper braucht Fleisch. Hey, du da. Was, Piccolo? Was soll denn machst du hier? Es war nicht so überraschend, dass du bei Gott von Gott trainiert wurdest. Trainieren ist nicht das richtige Wort. Ich war nur da, um mich ja umzuschauen. Ich habe ja ein starkes Ki gespürt, aber er, vielleicht hat er wirklich in Gottes Versteck trainiert. Das bedeutet, dass ich mich dieser Clown vielleicht zu einem Kampf ausfordere, genau wie die anderen. Der fünfte Schüler. Man will angreifen. Man sieht sich diesen gruseligen Gesichtsausdruck an. Was hat er für ein Problem? Dieser Blick erwartet offensichtlich den besten Zeitpunkt zum Angriff ab. Okay, so viel zu einem entspannten Gelage. Warum schlägt er nicht zu? Was zum Teufel denkt er sich dabei? Augenblick mal, Piccolo will mich doch nicht essen, oder? Ich habe Feuer zum Kochen gemacht, nicht damit ich darüber geröstet werde. Da muss ich wohl anfangen. Was machst du hier? Eine falsche Bewegung und der Kerl verputzt mich. Ich muss cool bleiben und darauf achten, was ich sage. Ich hatte irgendwie Hunger. Ich dachte, ich mache mir was zu essen. Oh Kacke, das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt denkt er an Spachteln. Das war's, ich werde gefressen. Er ist also entspannt genug, vor meiner Nase etwas zu kochen. Der nimmt mich auf den Arm. Ich muss hier weg. Oh, ich weiß. Also dann, ich muss mal was zu essen machen. Also ich gehe mal jagen. Dann kann ich einfach abhauen. Verdammt, habe ich manchmal gute Ideen. Warum sprichst du? Glaubt ihr wirklich, ich lasse ihn auf die Jagd gehen, damit ich meinen Abwehr fallen lasse? Verstehe, ich werde etwas jagen gehen. Du bleibst hier und beendest deine Vorbereitungen. Du gehst nirgendwo hin, verstanden? Wieso würde ich denn irgendwo hingehen? Denkst du, ich gehe einfach, wenn ich so einen Hunger habe? Wenn du für mich jagst, spare ich mir eine Menge Arbeit. Komm schon, mach hin und geh endlich. Ne? Ja, damit sein Lebensjahr wurde verändert. Fang als Piccolo 6 Hirsche. Das ist so. Mein Gott, ich treffe die nicht. Ah, komm her. Oh, ist das so witzig. Ich finde das so geil, ey. Das willst du und die ganzen Bäume nicht hin. Boah. Komm her, ey. Ich krieg die Krise. Ich treffe die überhaupt nicht. Okay, das war. Oh nee, da kommt irgendwas. Warum treffe ich die damit nicht? So, komm her. Joink. Okay, waren hat 6 ausgezeichnet. Das ist. Ja, und er ist weg. Wozu ist er denn hin? Moment. Ich glaube bestimmt ein Überraschungsangriff. Was für ein Dummkopf. Na, du kannst dich verstecken, solange du willst, aber ich kann dir einen Kiel spielen und dich finden.
Mein Dinosaurier. Da. Und da wird mir sogar auf der Karte angezeigt. Boah, ich komme noch mit dem Fliegen her, komme ich noch nicht so klar, ich sag für. Was ist das da? Das sieht so verdächtig aus. Ja, das blaue. Nein, der Klacker muss schon sein. Okay. Aber jetzt war. Man kann ich einfach so nach dem suchen. Ja, mit den Rehen war einfach geil. Also mir hat's gefallen. Da, was ist das denn? Falscher Knopf. Ja, das sieht nach so einem Dragon Ball Dingen aus, ne? Nee. Wo ist er denn? Oh, schon, die Quest will ich neu abschließen. Aber ich weiß gar nicht, wo man das erkennt hier. Woran ich den erkenne. Was für eine Farbe der hat oder. Lass mich zu, nee, ne? So, jetzt so ein Kreis, also nicht mal, der ist irgendwo hier, ne? Was ist das denn? Ja, du bist Krillin. Okay, dann so erkennt man das, nehme ich an. So, ja, die Robi gesehen. Ja, schon wieder so lange der Partner. Halt mich doch jetzt nicht hier so auf, ey. Nein. Hat diese Steuerung, ne? Das sind diese Quadrate, die ich hier die ganze Zeit sehe. Was ist das denn hier? Saatkugeln sind besondere Saatkugeln, die du einsammeln kannst. Erscheinen in der Nähe. Okay, ich nehme an. Ich verstehe mal nicht, was du hier suchst, ey. Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist er? Ich finde den nicht. Gibt's da jetzt nicht, ey. Okay, ein Pfeil zeigt mir irgendwie. Aber ich nehme jetzt mal nicht an. Gehen die auf mich los? Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist er? Ich krieg die Krise, ja. Ja, nicht so blöd sein, ja. Da, was ist das denn da? Nee. Hab ich so einen fetten Typen hier irgendwo gesehen? Was ist das denn? Hoch für Erwachsene. Ah, wo? Er muss irgendwo hier sein, ne? Sonst wird doch nicht hier so ein Dings sein. Da ist was. Da ist blau. Das hat Nebenquest. Na,
Okay, das ist Trainingsplatz. Hör mal. Ich kann wenigstens damit rennen. Suche nach Yajirobis Key und finde ihn. Ey. Ja, ich mal wüsste, wo er ist. Na, das kann er jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier so lange rumsitze, um den zu suchen. Er ist bestimmt hinter diesen Felsen, ne? Den kriege ich erst kaputt, wenn er irgendwie Stufe 10 ist, ne? Pass auf. Na gut. Ich habe so das Gefühl, das ist das sogar. Der irgendwie dahinter ist oder so. Gott. Was ist denn dahinter? Wird er dahinter sein? Nee, nee, das sieht aus wie so Erze oder so. Keine Ahnung, vielleicht suche ich den offscreen und dann schalte ich euch wieder ein, wenn ich den gefunden habe oder so, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wo der sein könnte, ne? Weiß ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir entweder Yajirobe gefunden haben oder wenn wir die Story weitermachen. Okay, gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.